Billig lohnt nicht. So lautet das Fazit von Stiftung Warentest für Geschirrspüler der niedrigsten Energieeffizienzklasse A+. Getestet wurden 13 vollintegrierte und 6 bauähnliche teilintegrierte Modelle, die in Einbauküchen verwendet werden. Preisspanne 375 bis 780 Euro. Die Anforderungen an Spülmaschinen sind hoch. Sie sollen angetrocknete Speisereste reinigen und dazu sicher, geräuscharm, langlebig, leicht zu bedienen und in Zeiten steigender Strom- und Wasserkosten ressourcenschonend sein. Das Ergebnis? Kein Modell überzeugt in Preis-Leistung, keines bekommt die Bewertung gut. Auffällig? Immer wieder Ausfälle und Fehlermeldungen der Elektronik. Am besten schnitt noch eine Maschine von Bosch ab. Qualitätsurteil befriedigend? 2,6. Am schlechtesten bewertete Stiftung Warentest eine von Amica. Qualitätsurteil gerade noch ausreichend? 4,5. Die Empfehlung? Der Kauf einer Spülmaschine der Energieeffizienzklasse A++ oder A3++. Die Mehrkosten für die in der Anschaffung teureren Geräte kommen über geringeren Strom- und Wasserverbrauch über die Jahre schnell wieder rein.